Sportfreunde und willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 17 Karrieremodus bei den Würzburger Kickers. Wir machen da weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben, hier im Verlauf in die nächsten, zum nächsten Spiel. Aber natürlich machen wir ein Training, was ich natürlich erstmal umstellen muss. Umgestellt ist, es sind natürlich Alberto Gül noch drin, Dolberg ist reingekommen, Rutario und Gelios. Ja, der Ersatzkeeper. Vielleicht lasse ich ihn. Nächstes Spiel gegen Aue mal in der Simulation ein Stamm spielen, ja. Wir spielen heute ja gegen 60, gegen Aue und gegen den VfB Stuttgart. Ja, aber als erstes kommt natürlich erstmal, dass Martinho auskuriert ist. Das ist doch geil. Martinho ist auskuriert. Das ist, freut mich gerade richtig. Ja, aber jetzt sehen wir auch, gegen wen wir spielen. Wir spielen gegen den TSV 1860 München. Aber auswärts. Ja. Spielen heute auswärts gegen den TSV 1860 München in der Allianz Arena. Das wird ein Feeling. Und ich würde sagen, wir starten rein. Wir sind in der Allianz Arena in München. Der TSV 1860 gegen die Würzburger Kickers. Schauen wir mal, was so 60 in der Zwischenzeit so eingekauft hat bzw. verkauft hat. Werden wir auch gleich sehen, wen die da so eingekauft haben. Ich habe den Kapitän jetzt nicht am Spielerbild, am Ingame-Face erkannt. Aber im Torwart haben sie, glaube ich, immer noch Zimmermann. Erstmal hier die Tabelle. 6, 5. gegen 8. Ja. Könnte ein spannendes Spiel werden. Adlung ist das, glaube ich, das da. Ja, das ist, glaube ich, Adlung. Okay. Schauen wir mal, was so abgeht. Ja. Und jetzt hier ist die Aufstellung von TSV 68 München. Natürlich Zimmermann noch im Kasten, Wittig noch, Olic vorne im Sturm, Adlung, Aigner, Lacazette. Ah, richtig gutes Spiel. Gutes Team, nicht gutes Spiel. Ich glaube, der Links-Rechtsverteidiger haben sie neu gekauft. Ja, da hat der Kagelmacher, glaube ich, immer gespielt oder so. Oder war das noch vom letzten Jahr? Ja. Keine Ahnung, was damit hier gerade los ist. Aber jetzt hat die Aufstellung vom TSV, vom Würzburger Kickers. Wir haben Bunkowski, wir haben Weihrauch wieder drin, wir haben Nagy drin. Wir haben immer noch unsere Legende Rutario Kurzweg. Gül heute in der Startaufstellung anstatt Alberto, der was ein bisschen weniger Frische hat. Aber trotzdem, sollte kein großes Problem sein gegen TSV 1860 München. Die haben ja die Saison mal wieder richtig gut gestartet und dann sind sie wieder richtig nach unten gesackt. Schauen wir mal, wie wir gegen sie spielen können. Auf geht's. Hinten in den Rückraum auf Weihrauch, ja. Nochmal. Wir kennen ja die 60er fast in- und auswendig. Rutario, super Leistung. Und Kurzweg an den Pfosten. Ivica Olic auf Lacazette. Der chippt ihn nochmal in die Mitte, das ist aber nicht Olic. Jetzt hat neue Fehler. Schukalo. Uiuiuiui. Ja. War nicht gut gemacht von mir. Den Ball da so zu klären. Auf unsere Legende. 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 Der war abgefälscht. Aber trotzdem gut gemacht von der Legende. Da ist sie nochmal. Kann den Ball da irgendwie nochmal in die Mitte bringen? Nein. Schade. Ja. Hätte ich vielleicht anders da machen müssen, in die Mitte zu bringen. Nicht mit der Viereck-Taste. Aber der war mit der Hand abgefälscht. Adlung. Oh, was mache ich denn da? Mit Russ? Was mache ich da mit Gül? 1-0 Ivica Olic durch zwei Fehler der Innenverteidigung, beziehungsweise drei hier. Schopenhauer, nee. Müller. Mit einem Fehler.
Ja, Müller mit einem Fehler. Und Ivica Olic macht das 1-0. Ja, ein guter Stürmer eigentlich auch, ja, Ivica. Irgendeiner muss da doch mal gut reinstarten. Drauf! Kurzweg! Nicht drauf, was laber ich? 1-1! Warum waren die immer hier? Eieieiei, ein bisschen glücklich. Aber gut gemacht von unserer Legende. Und kurz weg. Hau dir mit dem Linken rein. So muss es doch. Sein auch ein bisschen unverdient. Bisschen unverdient, ein bisschen. Kleines bisschen unverdient. Schön Weihrauch. Kurz weg, komm. Kurz weg! Meine Güte! Gut rausgespielt! Da, zack! Ah, hätte ich vielleicht nochmal rüberlegen sollen. Ja, ich weiß es nicht ganz genau. Aber es gibt jetzt die Wechsel. Dolberg kommt rein. Dann kommt Martinho kommt rein nach seiner Verletzung. Und natürlich. Benatelli kommt noch rein. Genau. Er hat ja gesehen, wenn wir in die reinkommen. Ja, Weihrauch ging raus halt. Dann ging noch Kurzweg raus und der Nagy ging raus. Das war's? Was? Das war's? What the fuck? Ich dachte, es geht noch ein paar Minuten. What the fuck? Wie unerwartet dieser Abpfiff kam. Ja, richtig unerwartet. Ja, noch nichts gebracht, ihr Wechsel. Gab da noch keine möglichen Chancen mehr. Außer eine einzige. Es gibt jetzt nochmal Training. 4 Hour. Und dann gilt aber auch schon in der nächsten Folge die letzten drei Spiele der Liga. Die letzten drei Spiele. Ja. Das letzte werde ich natürlich nicht simulieren. So, das monatliche Scouting-Update ist da. Wir schauen uns das mal an. Ich doch stöber die mal ein bisschen und schaue, welche da noch so ein bisschen rausstechen können. So, die drei würden üblich bleiben. Ja, die anderen zwei kennen wir ja schon. Ich würde einfach mal sagen, wir verpflichten einfach alle drei mal. Ja. Was, die Fortschritt unserer Fußballschule begeistert uns enorm. Unser Ziel wird die Stärkung des Teams durch in unsere Jugendakademie ausgebildete Spieler und genau das. Okay. Wow. Das musste man machen. Das ist ich habe einen Innenverteidiger verpflichtet. Wer ist denn der Innenverteidiger von denen? Schauen wir mal kurz nach. So, rechter Flügel. Ah, hier ein Verteidiger einfach, oder? Das ist einfach ein Linksverteidiger. Ich habe nur eine 50er Gesamtwertung. Der sieht richtig gut aus, der ZM. Also ein rechter Flügel, der für mich eher auf dem linken Flügel spielen würde. ZM, ZM, Linksverteidiger, ja. Ein RM, auch wieder ein Rechtsfuß. Warum sind die alle Rechtsfüßler? Der hat ordentliches Tempo für einen linken Flügel, Linksfuß. Was ist denn das? Da, linker Flügel, Linksfuß. Warum? Ja, wir schauen dann mal nächstes Jahr, wie sie sich so entwickelt haben. Aber zuvor machen wir die Simulation gegen Erzgebirge Aue. Ich habe mir so durchgewechselt, einfach weil Spieler so richtig angeschlagen waren, die was im letzten Spiel gespielt haben gegen 60. Die waren sehr angeschlagen. Aber ja, sagen wir mal, wie wir gegen die spielen. Wir spielen 2-2. Sieht gar nicht so schlecht aus. Spieler verletzt sich und es ist Marco König. So, ja, ich fühle mich momentan unwohl, Trainer. Das kann ich nicht leugnen. Unsere Legende fühlt sich unwohl. Warum? Versuche mich auf den Fußball zu konzentrieren, aber das ist nicht einfach, wenn man Heimweh hat. Hast du sowieso nicht. Unsere Legende hat Heimweh. Eieieiei. Aber wir machen Training.
Es wäre aber auch irgendwie lustig, wenn man 11 Spieler trainieren könnte, nicht nur 5. Wäre irgendwie cooler. Weil man ja eigentlich auch im richtigen Training alle trainiert und nicht nur 5 Leute. Wir starten rein. Gegen VfB Stuttgart. Wir spielen zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Die Würzburger Kickers natürlich. Gegen den VfB Stuttgart so. Natürlich in der Flyer Alarm Arena. Das wird ein Knüppelspiel. Genauso wie das gegen den TSV 1860 München. Hier nochmal die Tabelle. Wir sind immer noch Fünfter. Wir liegen 5 Punkte hinter Hannover 96. Ja. Können wir noch packen. 9 Spiele, 9 Punkte. Können wir noch 12 Punkte können wir noch holen. 12 Punkte können wir noch holen. Wir könnten noch auf den 3. Platz kommen. Und das wäre großartig. Holberg war jetzt, keine Ahnung, 5. 6. Habe ich nicht ganz richtig hingehört. Ich habe mich mehr auf das konzentriert, was ich so sage. Und hier die Aufstellung von den Würzburger Kickers. Wir haben die beste Format, beste Aufstellung heute. Mit Dolbeck natürlich im Sturm. Rutari und Martini auf den Flügeln. Das wird grandios. Ja, der Nativtrikots von Stuttgart gefallen mir richtig gut. Warte mal. Gab's eigentlich nicht immer. War das nicht früher mal ein roter Streifen? Heimtrikots und so weiter. Alle haben einen roten Streifen. Aber die Alternativtrikots haben einen schwarzen. Warum? Und hier die Aufstellung von den Stuttgartern. Maxim Werner. Troy vorne im Sturm. Zimmermann. Ganz gute Mannschaft. Für eine Zweitligamannschaft, ey. Langerick natürlich im Kasten. Habe ich gleich, glaube ich, gesehen. Manchmal achte ich nicht wirklich auf alles. Und ich würde sagen, wir starten rein. Der Schwurbel pfeift unsere Partie auf. Geht's. Jetzt würde ich sagen, wir flanken den mal da rein. Ja, wir flanken den nicht nur da rein. Wir kommen sogar gefährlich. Und das Martinho. Meine Güte. Langerack im Kasten. Macht's erst schlecht und dann gut. Das sieht doch schon sehr, sehr, sehr realistisch aus, eigentlich, der Langerack. Würde ich mal sagen. Dolberg. Ah, Müller hinten. Ah, Müller kann ihn nicht kontrollieren. Jetzt wird's gefährlich. Weihrauch, Schröck. Schröck. Kommt der lange Ball, komm. Martinho kann das. Martinho, komm. Chip. Dolberg. Kurz vor der Halbzeit. Machen wir das 1:0. In der 3. Minute der Nachspielzeit. Richtig behindert, Alter. Ja, wenn ich schon nicht laut bin, dann gehe ich anders aus. Ja, wir haben sehr spät. Deswegen. Ja, wie immer eigentlich würde ich aufnehmen. Oh, Alberto steht nicht gut. Gegen Tirode. Meine Güte. Gegen den Top-Scorer der letzten Saison darf man nicht so stehen. Schön von Duckfuß. Schön auf Duckfuß. Duckfuß zieht irgendwie in die Mitte. Gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Kevin Großkreuz mit der Grätsche und es gibt keine Karte. Klarer Elfmeter war es jetzt nicht. War mehr Ball gespielt. Aber trotzdem. Ne, warte mal. Nicht so viel Kraft, hallo? Lass mich verarschen. Mann, ich wollte ihn voll frech reinmachen.
Weihrauch. Und da ist es aber Dolberg. Und wieder Langerick. Der hält ja vieles, aber zum Glück nicht alles. Es gibt mal einen einzigen Wechsel. Duckfuss geht runter und unsere Legende kommt rein. Und bei den gibt es auch einen Wechsel. Heise kommt rein für Insua. So, Dolberg macht es gut. Gut verteidigt den Ball. So, Weihrauch auf außen. Martinho! Nochmal in die Mitte. Martinho nochmal. Da ist er. Russ, was macht er? Nice. Was macht denn der Russ denn da? Der nimmt den Ball am Tor vorbei mit. Ja, jetzt komm, Rotario, du hast Platz. Komm, Rotario, du hast Platz. Elfmeter. Sammer fault Rotario, der sehr viel Platz hat, aber nicht schnell genug irgendwie ist. Jetzt aber kommt das 2-0 Dolberg, komm. Ist nicht mehr frech, sondern präzise. Nice. Langerick, der Elfmeter-Killer. Oh, Russ, komm, komm, nach hinten. Auf. Gül! Ja, die Angel hat wie so kotzen, Alter. War mal ein schöner Schuss von Gül. Wäre der mehr aufs Tor gekommen, wäre er in die Latte gegangen. Eine Chance kriegen wir noch. Komm, Martinho. Irgendwie da durch. Komm, Weihrauch. Weihrauch! 2-0! Verdient! Meine Güte. 2 Meter verschossen. Aber dann Traumtor. Von Patrick Weihrauch. Meine Güte. So, was gibt's doch nicht. Doch, bei Roller. Das Spiel ist aus. Wir gewinnen 2-0. Dank dem Lucky Punch von Patrick Weihrauch. Aber auch gut rausgespielt von Martinho. Und unserer Legende. Ich glaube, eher Legende war das nur, glaube ich, oder? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Nehmen wir ein paar Sekunden her und dann weiß ich jetzt schon nicht mehr, ey. Das ist einfach nur gerade nicht das da. Die hier war es, ne? Hey, wo waren der? Mal auch Elfmeter gehalten oder sowas. Ah ja, hier, ein Elfmeter, ey, wie er die Elfmeter einfach rausholt, ne? Zack. Ah ja, genau, Martinho war's. Und der dann auf Weihrauch und dann ist er drin. Okay. Aber unsere Legende, glaube ich, war auch mit drin in der Szene. Ganz klar verdient, oder? Was sagt ihr? Und jetzt würde ich sagen, wir beenden die Folge heute hier. Und deswegen hätte ich jetzt auch echt sagen. Haut rein, wir sehen uns morgen bei The Journey. Ich nehme schon 53 Minuten auf. Und jetzt würde ich sagen, haut rein und lasse positive Wertung da. Und ciao! Meine Güte.